Der London Zoo, einer der größten Touristenmagneten Großbritanniens. Das Frühjahr ist Jungtierzeit und besonders wichtig. Normalerweise ist es dann brechend voll. Doch dieses Jahr gab es 3 Monate Corona-Pause. Keine Einnahmen, aber Ausgaben wie immer. 1 Million Euro pro Monat fürs Futter. Als letzter Ausweg waren sogar Notschlachtungen im Gespräch. Wir mussten uns auch dieses schlimmste Szenario ausmalen. Hätte der Lockdown noch weitere 6 Monate gedauert, wären unsere Finanzen komplett in den Keller gegangen. Glücklicherweise ist es nicht so weit gekommen, aber wenn es noch länger so weitergegangen wäre, dann hätten sich wohl alle Zoos sehr schwierige Fragen stellen müssen. Langsam erwacht der Tierpark wieder zum Leben, unter strengen Auflagen. Füttern und Streicheln ist verboten, die Menschen müssen sich an den vorgeschriebenen Rundgang halten. Ich verstehe es voll und ganz, dass Teile des Zoos noch geschlossen bleiben müssen. Mein 2,5-jähriger Sohn liebt es, die Gorillas, Tiger und all die anderen Tiere in den Außengehegen zu sehen. Er war trotzdem super glücklich. Die Mitarbeiter hoffen, dass klassische Attraktionen wie diese Pinguine die Menschen trotz allem in den Londoner Zoo locken werden. Aber was ist mit den kleineren Tierparks, die auf interaktive Erlebnisse setzen? So wie das Cedars Nature Center in Hertfordshire. Einer der kleinsten Zoos Großbritanniens und Heimat des einzigen Zorillas des Landes, eine Marderart aus Afrika. Auch hier gelten strenge Regeln. Man darf auch die kleineren Tiere nicht mehr berühren. Die Besucher dürfen sich bis auf 2 Meter nähern. Sie können also trotzdem schöne Fotos machen. Aber klar, für uns und alle anderen Zoos wird sich alles ändern. Der Tierpark stand vor dem Ruin und sah sich gezwungen, für immer zu schließen. Durch einen Spendenappell konnte er doch noch gerettet werden. Die Zukunft bleibt aber ungewiss. Einen zweiten Lockdown, ist man sich hier sicher, würden der Zoo oder einige Tiere nicht überleben.